Hallo liebe Foto- und Reisebegeisterte. Ich bin hier auf Mallorca und ich verspreche mir, von Mallorca in den kommenden Tagen wirklich wunderschöne Landschaftsaufnahmen zu machen. Unter dem Motto My Reisefotografie und Friends bin ich aber nicht alleine hier, sondern habe den Gerion Rehmer hier getroffen. Und Gerion, erzähl uns doch mal, was dich an Mallorca so fasziniert. Also Mallorca hat ja ein Imageproblem und für mich ist es halt faszinierend, damit mal etwas aufzuräumen und auch eine andere Facette von dieser Insel zu zeigen. Und es gibt ja auch wirklich fantastische Landschaften. Es gibt tolle Sonnenauf- und Sonnenuntergänge, es gibt hier Nebellandschaften und das alles noch in einem sehr angenehmen, warmen Klima. Und das ist für mich wirklich faszinierend, hier auf dieser Insel zu fotografieren. Ja, ich bin gespannt, was Mallorca uns in den nächsten Tagen zu bieten hat und verbleibe in diesem Sinne, bleibt fasziniert und fotografiert. Ja, wir sind hier am Cap Formentor und das Cap Formentor hinter mir, das ist wirklich das beste Beispiel dafür, dass Mallorca nicht nur Hausfraueninsel und Ballermann ist, sondern dass Mallorca wirklich tolle Fotomotive bietet. Wir sind wirklich früh aufgestanden, waren vor dem Sonnenaufgang hier und haben hier wirklich ein ganz tolles Motiv heute Morgen fotografieren können. Die Nebelschwaden sind da hinten so über die Berge drüber gezogen, die Sonne ging über dem Meer auf. Tolles Motiv, was wir da heute Morgen geboten haben bekommen von der Natur und ich bin mal gespannt, wie das Ergebnis dann tatsächlich ist. Heute ist Cap Formentor-Tag und wir warten hier auf den Sonnenuntergang, der sich aber heute leider nicht zeigt. Sonnenuntergang fotografieren, das müssen wir wohl verschieben. Wobei, der Gerion, der ist da vorne noch dabei und ich frage ihn einfach mal, was er eigentlich da noch so macht. Gerion, du bist hier noch dabei? Ja, das gibt heute keinen knallroten Sonnenuntergang mit schönen Farben, aber dieses Blau in Blau mit diesen Strukturen von den Felsen da vorne und von den Wolken, das hat auch irgendwie so schöne grafische Komponenten. Finde ich also hier mal irgendwie ganz was anderes. Hätte ich jetzt heute Abend gar nicht mit gerechnet, aber das ist doch mehr, als es auf den ersten Blick so aussieht. Nee, das sieht gut aus auf dem Display. Könnte spannend werden. Mhm. Gerion, magst du uns mal erzählen, was du gerade da machst? Ich versuche im Moment, der Kontraste etwas Herr zu werden und stelle fest, dass die Kontraste gar nicht mehr so groß sind. Und ich versuche halt, diese Pastelltöne einzufangen. Also hier arbeiten wir jetzt nicht mit den großen Kontrasten, die wir heute Morgen hatten, sondern hier geht es so um Strukturen, um Formen und das alles möglichst harmonisch ins Bild zu bekommen und eine sehr ruhige Atmosphäre hier zu schaffen. Und du nutzt da Verlaufsfilter dazu? Ja, ich habe einen Verlaufsfilter zunächst benutzt, aber der ist hier gar nicht mehr nötig. Der Verlauffilter ist ja eigentlich dafür da, um den Himmel abzudunkeln. Aber weil mittlerweile der Himmel so eine gleichflächige Dunkelheit schon erreicht hat, ist das hier gar nicht nötig. Deswegen habe ich jetzt hier in dem Fall den Filter gerade rausgenommen. Denn ich glaube, die Kontraste, die kriegen wir auch ohne den Filter ganz gut hin. Ich glaube, der Sonnenuntergang wird nochmal richtig spektakulär. Ja, ne? Wer hätte das gedacht? Immer für eine Überraschung gut, ne? Ich muss meine Aussage von vorhin korrigieren. Hier, Sonnenuntergang hat stattgefunden. Wir haben wirklich geile Aufnahmen im Kasten. Und lasst euch überraschen, wir zeigen euch die natürlich. Entgegen meiner Aussage, Landschaftsfotografie vom Feinsten. Heute Abend Sonnenuntergang, glutrot. Hippe, 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 eins. Hippe, 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 zwei. Hippe, 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 drei. Hippe, 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 eins, zwei, drei, vier. Eigentlich bist du ein richtiger Entertainer. Ja, ja, bin ich auch, bin Lehrer. Hallo, liebe Foto- und Reisebegeisterte. Ich freue mich, euch heute bei My Reisefotografie begrüßen zu dürfen. Aber du bist gerade so traumhaft hier in der Landschaft. Naja, dann mach du mal. Ihr habt mich dazu inspiriert, euch einfach mal kurz in ein paar Sätzen zu erklären, wer und was My Reisefotografie eigentlich ist.
Pass auf den Freiburg. Ja, das war wirklich eine spannende Fotowoche hier auf Mallorca. Ich selber bin ja schon mehrfach hier auf Mallorca mit der Kamera unterwegs gewesen, aber so viele tolle Lichtsituationen wie in dieser Woche habe ich echt noch nie erlebt. Wir haben also wirklich richtig großes Glück gehabt. Bin total happy mit den Ergebnissen, die wir hier fotografiert haben. Martin, wie war das für dich? Ja, also ich kann wirklich nur sagen, wir sind jeden Abend mit einem breiten Grinsen in unsere Finca zurückgekommen. Also in dieser Woche, da war wirklich alles dabei. Tolle Lichtstimmung, tolle Wetterumschwünge, Sonne, Nebel, Morgenstimmung, Abendstimmung. Mallorca bietet für uns Fotografen wirklich sehr, sehr viel Fotomotive. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr mit auf unsere Fotoreise, unseren Fotoworkshop nach Mallorca geht und verbleibe in diesem Sinne. Bleibt fasziniert. Und fotografiert.